Ich heiße euch herzlich willkommen zum großen Finale von Yakuza Zero. Endlich ist es soweit. Ich wollte es eigentlich schon viel früher aufnehmen, allerdings musste ich 20 Stunden nochmal ungefähr da rein investieren, Kiryu komplett, oder nicht komplett, aber ausreichend aufzuleveln, dass ich mich sicher fühle, ins Finale zu gehen. Dazu habe ich mir jetzt eine Möglichkeit beim CP-Exchange freigeschaltet, dass wenn mich Katsuyage besiegt, dass er mehr Geld jedes Mal bei sich trägt. Also bin ich durch die Gegend gelaufen und habe mich ganz oft von Katsuyage besiegen lassen und dann am Ende eine Stange Geld kassiert, die ich dann in die ganzen Fähigkeiten investiert habe. Ich habe jetzt aber nicht aufgenommen, weil das jetzt auch nicht mehr so spannend ist und ihr kennt es ja auch schon ungefähr von Majima, was man so alles freischalten kann, und dann im Januar werdet ihr auch selber sehen können, was es alles für Möglichkeiten zum Aufleveln gibt. Ich habe auch noch diese ganzen Side-Stories mit den 5 Billionaire zwischendurch erledigt, so zum Zeitvertreib. Das war jetzt nicht so großartig, wie es bei Majima mit seinem Nightclub war. Deswegen habe ich das jetzt nicht alles aufgezeichnet, weil ich jetzt mit Yakuza Zero heute fertig werden möchte. Ich hoffe, das geht okay und ich wünsche uns viel Spaß. Bist du wirklich soweit, Kiryu? Gibt es nichts mehr, was du hier erledigen willst? Die Auswahlmöglichkeiten sind ja, alles okay, oder ich brauche noch etwas Zeit, oder zum Majima wechseln, aber das müssen wir jetzt nicht mehr, also kann es losgehen? Ja, ich bin soweit. Bring mich bitte nach Shibaru, Nishiki. Dort hat die Nikkyōden ihr Versteck auf einem Schiff. Okay. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen hin und her springen, wie wir es auch aus dem Ende von anderen Yakuza-Teilen mit mehreren Protagonisten kennen. Bei 4 war es ja auch so ähnlich und bei 5 auch. Da habe ich mir das Ende mittlerweile auf YouTube angeguckt, weil ich keine Zeit habe, das alles zu spielen. Und ich wollte vorbereitet sein für 6. Das heute könnte es für mich gewesen sein. Ich sollte zusehen, dass ich nichts zu bereuen habe. Na, da sind wir wieder hier in dem kleinen, versteckten Büro der Außenstelle der Omi Rengo in Kamurocho. Aber hier kann ich nichts machen, also nichts wie los. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich weiß gerade gar nicht, ob ich genug Heiltränke eingepackt habe. Ich guck noch mal ganz kurz in der Stadt, dann kann ich mich noch vorbereiten. Mal schauen. Ich glaube eigentlich, ich hatte genug, aber es ist schon ein bisschen her, seit ich mit Majima gespielt habe, wegen des ganzen Auflevelns. Nee, sieht gut aus. Wir sind bereit für das große Finale, auch von Seiten Majimas. Also nochmal zur Tür, weil sonst kann man das ja nicht starten. Ich werde allem ein Ende setzen. Das wirst du sehen, Makoto. Ich stelle mich darauf ein, dass ich jetzt erstmal eine ganze Stange an Text übersetzen muss, so wie ich das kenne. Ach, ich freue mich. Hoffentlich nimmt alles ein einigermaßen gutes Ende oder wenigstens ein cooles Ende. Hey, Moment mal. Was ignorierst du mich, hä? Hast du uns etwa vergessen? Was stolzierst du hier so aufgeblasen rum? Du willst wieder glatt gebügelt werden, was? Ja, ja. Ja, ist schon klar, wir erinnern uns an die Kerle. Wenn du uns über den Weg läufst, verneige dich, so wie sich's gehört, Mann. Na gut, fürs Erste, gib uns deine Geldbörse als Wiedergutmachung. Was ist? Kriegst du nicht mal mehr einen Ton raus, oder was? Ich glaube, das wird nicht gut für dich ausgehen. Es tut mir leid. Bitte. OP. Nix da. Ja. Nochmal ein kleines Spiegelbild zur allerersten Szene des Spiels, die wir zusammen vor über einem Jahr gesehen haben.
Was kämpfst du gegen diese Loser-Punks, Majima? Du hast doch gerade echt keine Zeit für solche Späße. Hast du das Mädchen gefunden? Das hier ist kein Spaß. Ich habe meinen Bestimmungsort gefunden. Und wo gehst du hin? Zu den Dojima. Die Dojima? Hey, was soll das heißen? Ist das Mädchen bei den Dojima? Makimura Makoto wurde vom Killer der Dojima erschossen. Was? Sag das Shimano. Das Grundstück gehört nun niemandem mehr. Es liegt nun im Dunkeln begraben. Hey, was läuft hier, Majima? Nochmal. Das Mädchen ist tot? Lass mich los. Ich nehme von niemandem mehr Befehle entgegen. Du. Die Sache mit dem Mädchen ist jetzt durch. Wenn ihr euch damit weiter befasst, dann mache ich Shimano kalt. Du willst wirklich zu den Dojima? Du willst Dojima alleine fertig machen? Eine Frau hat dich verrückt werden lassen, Majima. Dein Gesicht gleicht dem eines tollwütigen Hundes. Endlich bricht er aus dem Käfig aus. Das wilde Tier, der tollwütige Hund, der Shimano, im Hauptquartier der Dojima. Hey, was willst du hier? Ich habe eine Nachricht von euch, von Makoto. Ich bringe euch alle um. Oder so ähnlich. Ich glaube, er hat eher also gesagt, dass er ein aufdringlicher oder gnadenloser Killer sei. Wie? Muss ich jetzt nicht kämpfen, oder was? Es wird wirklich hin und her gesprungen an den Docks bei Shiba Uda. Boss, Sera ist noch nicht zurück an Bord. Was sollen wir machen? Das kann uns egal sein. Fangt an. Okay. Was ist? Kiryu. Das sind die Dojima. Sie scheinen die Nikkyōren komplett auslöschen zu wollen. Kriegen wir das zu zweit hin? Natürlich. Bist du endlich da? Eure Gegner stehen hier, Kiryu. Die Nikkyōren, schieß zurück! Eiskalt. Ich
finde immer, dass Shibu Sawa wie so ein japanischer Idris Elba aussieht. Der Schauspieler, der ihn spielt, ist ein bisschen, ja, nicht ganz so schmal, aber der ist schon gut getroffen. Alle drei Wakagashi da sind ja bekannte Schauspieler, so aus Yakuza-Filmen. Und da ist Makoto mit der Ärztin. Okay. Dann wollen wir auch mal loslegen, Kiryu. Mit Mülllastern. Was? Wer sind denn die? Kasama. Kashiwagi. Kashiwagi-san. Die Kasama? Kiryu, Nishiki! Los zum Schiff mit euch! Kümmert euch um Shibu Sawa! Überlasst die Dojima unseren Jungs! Los, Kiryu! Ja. Jetzt gibt's auf die Nuss! Es wird wohl erstmal ein bisschen gekloppt. Und wie ihr seht, habe ich einen riesigen Balken Lebensenergie. Ist schon um einiges besser. Kann ich auch gut gebrauchen. Habe schon wieder viel eingebüßt. Es geht ganz schnell. Daher wollte ich nicht mit dem reduzierten Balken jetzt hier ins Finale gehen, damit ich nicht die ganze Zeit mich wieder heilen muss. Weil, ja, mit dem Kämpfen und Reden, das habe ich nicht so super drauf. Hab mir ein Video vom Ende von Yakuza 5 angesehen und war ganz neidisch, wie gut der Typ das gespielt hat. Aber die Heatmoves sind da auch echt richtig cool. Ich weiß nicht, ob ich die einfach nicht alle freigeschaltet habe hier in dem Spiel, aber das ist nochmal richtig schön inszeniert alles bei Yakuza 5. Ich werde es wahrscheinlich nie spielen, was ich ein bisschen schade finde, außer wenn es vielleicht mal ein Remake geben sollte. Aber es sind so viele Spiele und ich schaffe das einfach nicht. Die sind so extrem lang. Ich glaube, ich bin jetzt hier fast bei 80 Stunden. Und ich dachte eigentlich, dass Zero ein Spiel wäre, das vielleicht so ein bisschen so ein Spin-off wäre. Es war schon ein Prequel und erzählt die Geschichte oder das Kapitel von Kiryu und Nishiki und allen vor Beginn von Yakuza 1. Aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es so ein bisschen ein kleineres Spiel sei. Habe auf gar keinen Fall gedacht, dass ich über ein Jahr damit beschäftigt sein würde. Bin eher davon ausgegangen, dass ich das so innerhalb von 3-4 Monaten maximal beenden könnte. Aber da habe ich mich wirklich total verschätzt. Und der mit seinem blöden Stuhl hier soll sich mal wegmachen. Ah, es geht auf mich. Komm, ich geh auch mal zu. Aber ist ja auch schön, weil die Wartezeit ist immer echt lang auf ein neues Yakuza-Spiel im Westen. In Japan kommen die wirklich im Jahresrhythmus so ziemlich raus, manchmal so 18 Monate. Oh, reingebeamt. aber bei uns sind ja schon mal gerne 3 Jahre, die ins Land ziehen, bevor es ein neues Yakuza gibt. Jetzt die Wartezeit zwischen Yakuza 5 und Zero ist nicht ganz so lang. Das ist, glaube ich, nur ein gutes Jahr. Ich glaube, 5 kam letztes Jahr im Dezember. Hoffentlich kommen dann auch bald Neuigkeiten zur Veröffentlichung von Yakuza 6, nachdem Zero dann bei uns erhältlich ist. Kurz heilen.
Können wir nicht unsere schönen Bruder-Moves machen? Ja. Kasamas Fäuste. Natürlich ist noch ein voller Raum mit Gegnern da. Eieiei. Erstmal die mit den Pistolen. Der auch. Dann kann ich mir vielleicht auch gleich eine schnappen. Das wollte ich gar nicht machen, aber auch gut. So, wo liegen hier Pistolen rum? Ah, oder Blumentopf tut's auch. Fang. Ist natürlich blöd, wenn die Gegner immer so drumherum stehen. So, bam, bam, bam. Wie viel Geld ich habe, guckt mal. Das ging dann wirklich schnell mit Katsuaga, aber es ist so blöde, dass ich diesen Encounter Finder verpasst habe. Den gab es in der zweiten, ich glaube in der zweiten Substory mit Miracle Johnson. Da hätte ich das andere Geschenk wählen müssen und dann hätte ich ihn bekommen und hätte Katsuaga dann viel schneller auf der Karte finden können, weil das ist wirklich dann am Ende darauf hinausgelaufen, dass ich die ganze Zeit immer nur von A nach B gelaufen bin. Ah, okay, Moment, es geht weiter. Hier zählt es gleich zu Ende. Mist, sie sind von hinten zu uns aufgeschlossen. Was macht Kashiwagi denn? Ich halte die Typen hier zurück, Kiryu. Geh du allein weiter. Keine Sorge, ich komme schon klar. Beschützt du Makoto. Wenn du nicht schnell machst, bringt Shibusawa sie um. Aber jetzt mach schon. Wenn du ihn nicht stoppst, dann wird's auch für unseren Vater Kazama heikel. Und Tachibana haben wir dann auch enttäuscht. Es ist seine Pflicht, Shibusawa Platz zu machen. Deswegen geh los und halt ihn auf. Gut. Lauf los, sobald ich anfange zu schießen. Bist du bereit? Wenn ich dich wieder eingeholt habe, hast du ihn hoffentlich besiegt. Los! Geh jetzt! Okay. Nichts wie weiter. Ja, nee, das ist dann darauf hinausgelaufen, dass ich diese Sache mit den 5 Billionaire gemacht habe. Und nebenbei... Ah, kurz gucken, wer hier kommt. Ah, einfach nur ein Großer. Und während ich darauf gewartet habe, dass ich die Konten im Büro wieder auffüllen, bin ich so ziemlich planlos durch den Kamurocho gelaufen und habe Katsuaga gesucht. War doch ein bisschen nervig, aber ich habe guten Fortschritt mit Podcasts und meinen Hörbüchern in der Zwischenzeit gemacht. Also war es nicht ganz umsonst und vergeblich. Hab auch an den Abenden eine schöne Flasche Wein dazu getrunken. Und der Typ hier kann nicht so viel. Jetzt habe ich freigeschaltet, dass wenn die mich hauen, kann ich diesen Counter-Move machen als Heat-Move, der ziemlich effektiv ist, finde ich. Schnauf, schnauf. Da ist also Shibusawa. Der rechts hat auch so eine etwas andere Frisur. Vielleicht müssen wir auch nochmal gegen ihn kämpfen. Vielleicht ist er auch ein bisschen stärker als Gegner. Ach, da sind sie alle. Makoto hat er auch schon gefunden. Das sieht nicht gut aus.
Dann mal weiter im Text. Du brauchst da gar nicht so stehen mit deiner Tonne. Ich switche einfach nach. Oder auch nicht. Das wollte ich doch so schön machen. Gerade mit dem Rush-Style sollte ich doch einfach an ihm vorbeilaufen können. Blöder stationärer Kerl. Komm, noch einmal. Bam. Blöde Tonne kannst du dir sonst wohin stecken. Oh, was war das? Ach, sei wieder einer mit einer Pistole irgendwo. Ach, ganz da hinten. Oh Gott. Oh jemine. Die stehen da ja blöd. Kommt mal runter hier, Jungs. Keine Lust. Ah, und rechts kämpfen sie auch. Mist. Ich will die ganze Zeit den Hitmove machen. Aber wenn es nicht klappt, dann eben anders. Furzen sie alle. Jetzt aber. Oh, das ist immer so schön böse. Den habe ich mir auch neu besorgt, glaube ich. Das ist, wenn die einen angreifen und man jetzt nicht gerade neben einer Wand steht, kann man so kontern. Den kenne ich schon aus Kiwami. Da gab es den auch. Und du fliegst? Sieht aber aus, als ob er da unten auf Beton gefallen wäre. Nicht die feine Art. Okay. Und jetzt zu den Kerlen hier oben. Ah, vielleicht doppelt getroffen. Nee, nein, nicht den Stuhl. Verdammt, erstmal was trinken. Jetzt aufstehen, bitte. Nein. Kann ich damit vielleicht blocken? Ja. Aber ich bin ziemlich langsam unterwegs. Verfehlt. Noch einmal. Und jetzt ist auch mit euch eine kleine Flugstunde angesagt, aber direkt auf den Kopf. Und schnell noch einen Drink, bevor der mich hier gleich ausnockt. Den eigenen Waffen geschlagen. Siehst mal, wie sich das anfühlt. Ach, das sind die Typen von vorhin. Ein bisschen stärker, aber jetzt auch nicht übermäßig stark, wie es aussieht. Oh. Hat aber längere Kombos. Das Schlimmste wäre ja. Das Schlimmste wäre ja, wenn hier so drei. Alle drei Katsuyage auf einmal kommen würden. Wenn Shibusawa den ordentlich Kohle versprochen hätte. Und dann sind sie hier, Egashida und wie sie alle heißen. Und warten auf mich am Deck dieses vermaledeiten Schiffs. Erstmal den dicken. Ach, jetzt lass mich doch mal kurz. Aber der Dicke ist schon mal weg. Er blockt mich hier einfach ab. Klappt aber auch nicht so lange. Ha, schade. Schade, dass das nicht den Block von den Gegnern durchbricht. Oh, nochmal welche mit Pistolen. Okay. Lasst mich! Sonst müsst ihr von Bord. Der Kapitän sieht das nicht gern. So ein Amateur, das ist schon schlimm. Und nun ist Schluss, hoffe ich mal. Hätte eigentlich schon erwartet, dass mit den drei Typen Schluss ist. Ja, alles voll. Mal kurz einen trinken. Da wären wir.
Mr. Shibusawa. Was sagst du jetzt? Guck mich nicht mal an. Shibusawa. Oh. Gut, dann machen wir eben erstmal mit dem Majima weiter. Hier kennen wir uns ja auch schon gut aus. Mit Kiryu haben wir das Büro ja auch schon mal zerstört. Das werden ja immer mehr. Damit könnt ihr mich nicht stoppen. Oh Mann, der Kerl ist ja völlig entfesselt. Nimm dich gefälligst zusammen, Kleiner. Hier, Lakaien, zählt nicht mal als richtige Gegner. Seht also zu, dass ihr Land gewinnt. Wie wär's mit einer Runde Baseball? Oh, schade. Bisschen schlecht gezielt. Ach, und jetzt blockt ihr mich hier. Das wäre so schön gewesen. Das war der Plan. Majima hat jetzt nicht ganz so viel Geld wie Kiryu. Ich glaube, ich kann ihn nicht weiter leveln. Ich glaube, es hat 4 gekostet, wenn ich mich recht entsinne. Eines Tages lerne ich noch mal richtig, wie man das schön spielt. Vielleicht dann bei Yakuza 6. Da wird es ja sowieso alles ein bisschen anders sein. Ich will mir jetzt hier nichts Falsches angewöhnen. Teure Vase. Hoffentlich geht es jetzt hier nicht wieder durch das komplette Büro bis nach oben zu Dojima. Wie es in Folge 6, glaube ich, der Fall war. Alles schon so lange her. Türen lassen sich ja bekanntlich nur durch andere Yakuza öffnen. Oh. Ich habe gesehen, es gibt natürlich auch wieder ein New Game Plus, wenn ich das jetzt hier durchgespielt habe. Und da kann man dann, glaube ich, auch die Kostüme wechseln, dass man so ein bisschen lustiger unterwegs ist. Ich hoffe, dann gibt es so eins von diesen Paillettenkleidern. Leider muss ich erstmal das Spiel dann, das werde ich dann auf der PlayStation Pro noch ein bisschen im New Game Plus spielen, aber dafür muss ich es erstmal wieder runterladen. Und ich hatte auch leider schon das Problem, und ich hoffe, das liegt nicht an der Festplatte, die ich in die PS Pro eingebaut habe. Ich hatte das Problem, dass ich alles verloren habe, dass ich einen Datenfehler hatte auf der Festplatte. Ich hatte, glaube ich, YouTube laufen und nebenher ein anderes Spiel. Und dann ist alles abgestürzt. Also das andere Spiel ist erst abgestürzt, dann wollte ich Hitman starten. Und das ist gar nicht mehr geladen und dann ist die PlayStation nicht mehr runtergefahren, dass ich dann irgendwann meine Geduld verloren habe und einfach die Stromzufuhr gekappt habe. Das war absolut keine gute Idee, denn dann durfte ich erstmal alles neu installieren, musste dann die Systemsoftware erstmal wieder besorgen und es hat nicht geklappt mit der, die auf der Website von Sony war. Dann habe ich eine Seite gefunden, die noch aktuellere Versionen der Systemsoftware anbietet als Sony selbst. Mit der hat es dann geklappt. Und ja, dann durfte ich erstmal wieder 3 Tage mich an den Download machen. Ich bin ja kein Freund von physikalischen Spielen, also ich habe keinen Bock mehr, die zu kaufen auf DVD oder auf Blu-ray und die dann alle hier rumstehen zu haben, weil die werden ja eh alle nur installiert. Aber wenn es dann einen entsprechenden Fehler gibt, ist das natürlich ein großer Nachteil. Ich habe zwar relativ schnelles Internet im Download, aber ja, die Spiele sind nicht mehr klein heutzutage. 60 GB oder so ist, glaube ich, Doom. Und das dauert dann mal locker 12, 15 Stunden, bis es wieder runtergeladen ist.
ein Spiel. Sehr ärgerlich. Passt also auf mit dem Abschalten der Konsole. Das war nicht so geschickt von mir. Mal kurz. Sicher ist sicher. Jetzt muss er erstmal hier dran glauben. Seiner blöden Pistole. Und jetzt hauen wir uns alle mit Hockern. Warum auch nicht? Hoffentlich passiert das mit der PlayStation Pro nicht nochmal. Nicht, dass es irgendwie an der Konsole liegt. Aber ich habe, wie gesagt, auch eine andere Festplatte eingebaut. Und gleich auf meine alte 2 TB Festplatte habe ich verwendet. Weil die Spiele werden, habe ich ja gerade gesagt, nicht kleiner. Mal schauen, wie groß Yakuza 6 dann wird. Das ist ja dann eventuell auch eine etwas größere Angelegenheit, wenn da noch so viel mehr Voice-Over drin ist. Oh, jetzt hör mal auf mich zu schießen, blöder Kerl. Er hat sogar eine Shotgun. Was soll das denn? Ach, verdammt. Mal kurz hin. So. Ach Mist, da war noch einer. Oder hatte ich ihn nicht down? Ach, verdammt. Tut mir leid. Das müssen wir nochmal machen. Ja, ich nehme die Herausforderung noch einmal an und ich krieg nochmal einen Hint, dass man aufpasst. Auch nicht hier! Danke übrigens für den Tipp, dass man auf Gegner mit Schusswaffen aufpassen soll. Hätte ich jetzt nicht gemerkt. Ja, Yakuza 6 mit mehr Voice-Over, wahrscheinlich höher aufgelösten Texturen und dem ganzen Programm, das wird sicherlich ein bisschen mehr Speicher bedürfen als jetzt die älteren Yakuza-Titel. Die hier sind alle so um die 20 GB, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Kiwami ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen kleiner, aber da liegt ja auch nur den Kamurocho, logischerweise. Ist ja ein Remake von 1. Also, nochmal hier rein. Ich weiß, hier ist einer mit einer Pistole hinten, also kommt immer lieber raus. Dann erledigen wir das kurz hier und dann geht's rein zum Kollegen, der da drin vor sich hin ballert. Der Arme. Nee, damit bin ich zu langsam. Und jetzt nehme ich mir gleich einfach mal die Pistole mit. Ach, da geht's gar nicht. Nein, nicht das. So. Können wir natürlich immer ein Schwert schnappen. Ich bleib einfach mal hier und mach den mit der Shotgun ganz am Ende. Hat sich ja eben auch bewährt. Kurz den Sessel. Die Sessel haben ja alle. Das hat wahrscheinlich einer im Hauptquartier der Tojo-Kai mal mit einem super Deal am Black Friday geschossen für die ganze Organisation. Kommen die Sessel zur Tojo-Kai, zur Nikkyoden, ja hier die Dojimagumi.
So, wo bist du? Ach, warum hast du mich getroffen? Wenn ich Pech habe, kann ich die Shotgun gar nicht mehr benutzen. Denn das sieht aus, als ob jetzt hier eine größere Auseinandersetzung kommt. Nee. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Ah. Ach, das war's schon. Dann mal die nächste Waffe. Geht einfach schneller. Hey, na gut, so dann nicht. Jetzt hör auf, auszuweichen. Als ob manchmal so komplett überfordert wäre mit der Pistole. Und jetzt. Zu guter Letzt. Ab mit dir durch die Tür. Ach, es geht noch weiter. War das beim letzten Mal auch so lang? Oder waren wir gar nicht ganz oben? Nee, sonst ist hier nix. Gut. Na, wenn das nicht Majima ist. Ehemaliger Shimano. Geschworener Bruder des 18-fachen Killers Saejima Tiger. Es ist nun also endlich die Zeit für euch beide gekommen. Endlich jemand, dessen Gesicht ich kenne. Ich bin Awano, beratender Wakagashira. Du hast mich also schon gesehen? Ja. Du bist derjenige, der hier seinen Hals für Dojima einhalten muss, was? Du willst das Mädchen rächen? Deswegen hast du dich allein bis hierher durchgekämpft? Du bist nicht gerade der hellste Stern am Himmel, was? Als Yakuza wohl überlegte Entscheidung zu treffen, ist absolut idiotisch. Geld ist das Einzige in unseren Zeiten, was zählt. Und daran müssen wir uns anpassen. Um eine gute oder schlechte Lebensweise geht's nicht. Du bist einfach ein Kind der falschen Zeit. Das sagt er wohl jedem. Wenn du das wirklich glaubst, wie wär's, wenn du einfach herkommst und mir zeigst, was du kannst, anstatt hier Ausflüchte zu machen? Anstatt selbstgefällig über deine niederträchtige Lebensweise zu sinnieren und mir was vorzumachen. Na, vielleicht hast du recht. Jemanden, der eine Wut im Bauch hat wie du, kann ich vielleicht nicht anders abspeisen. Golf, Frauen und guter Sake. Alles dummes Zeug. Während ich diesem Ding nachgeeifert bin, ist die Tinte auf meinem Rücken langsam ausgeblichen.
Eigentlich bin ich vor allem jemand gewesen, der sich gern prügelt. Aber nicht, weil mich meine Gegner wütend machten. Nein, der Sache wegen. Seit wann bin ich von dem Weg abgekommen, dass es mir mühsam erscheint, dein Blut zu vergießen? Es scheint mir gemütlicher, den cleveren Gangster zu spielen, der in seiner Kohle ertrinkt. Aber Gemütlichkeit ist nicht mit purem Spaß gleichzusetzen. Na, ja, das ist ja großartig, dass endlich wieder Zeit ist für etwas Spaß. Ihr habt wegen dieses dämlichen Grundstücks Makoto zermürbt und verroht. Ich lasse nicht zu, dass ihr sie nochmal in eure Finger bekommt. All dem setze ich hier ein Ende. Nur keine Sorge. Um deine anderen Kollegen kümmere ich mich danach auch noch. Ja, cool. Der Abano hat als Tattoo übrigens Momotaro, einen ganz berühmten japanischen Helden. So aus so einer Sage. Was heißt Sage? Vielleicht auch ein bisschen so eine Kindergeschichte. Das ist eine ganz. Man kann es wahrscheinlich am besten mit Märchen gleichsetzen. Das kennt wirklich jedes Kind in Japan, Momotaro. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Geschichte war, sonst würde ich sie jetzt natürlich erzählen. Worum es bei Momotaro ging. Man erkennt ihn nur daran, dass er da gegen diesen, auf seinem Rücken gegen den Oni kämpft, gegen den Dämon. Und es sind oben so, glaube ich, Pfirsichblüten oder Pfirsiche zu sehen gewesen. Und Momo ist das Schriftzeichen für Pfirsich. Aber mal sehen, was Abano zu bieten hat. Ich will nicht zu viel reden, nicht, dass ich wieder alle Quicktime-Events hier im Bosskampf verpasse. Ach, haut er nochmal zu. Ich dachte, ich könnte aufhören mit Blocken. Jetzt aber. Aschenbecher? Auch Abano hat nicht so viel Energie, aber ich spiele auf normal. Mist. Ach, verdammt. Spucke ich noch große Töne, dass ich mich auf das Quicktime-Event, das unweigerlich kommt, konzentrieren muss. Und verpatze es total. Ach. Oh. Blocken und nicht weglaufen. Ich wollte mir nur das nächste Möbelstück holen. Bin zu früh los. Das war's gleich. Aber no. So. Ich wollte jetzt nicht noch einen Trank aufbrauchen. Das ist mein Name. Wirklich bedauerlich. Wärst du in einem anderen Zeitalter geboren worden, hätten dich deine Fäuste vielleicht an die Spitze gebracht. Das wäre dir möglich gewesen. Er hat so eine geile Stimme. Ich habe das hier eine lange Zeit gemacht. Irgendwann wirst du dir deiner Stellung bewusst.
Solange es Männer wie Kazama gibt, kann man es nicht bis an die Spitze bringen. Weißt du, auch ich wäre gern mal genauso blauäugig gewesen wie du. Ich lebe nicht auf so eine naive Weise, wie du denkst. Aber Menschen, die für mich achtlos gelebt und achtlos ihr Leben geopfert haben, gibt's viele. Aber durch die törichte Lebensweise anderer habe ich gelernt, wie man am besten sein Leben lebt als Mann. Echter Glückspilz bist du dann. Ach nö. Aber nur. Oh mein Gott. Du. Was machst du denn da? Bei einem Gespräch unter Männern. Haben Außenstehende nichts verloren, du Vollidiot! Der Mann, den Shimano ausgeschaltet haben sollte, widersetzt sich mir auf diese Weise. Majima. Und wegen dir habe ich jetzt auch Awano nicht mehr zur Verfügung. Ich muss nun wohl auch Shimano auslöschen. Nichts als Ärger in letzter Zeit. Dieser Mann hier ist der beste Killer, den man mit Geld auf dem Kontinent kaufen kann. Solange ich das nötige Kleingeld habe, kann ich von ihm töten lassen, wen ich will. Das ist wahre Macht. Ihr... Ich kann nicht mehr anders, als euch alle umzubringen. Sonst wird sie nie wieder aus dieser Dunkelheit entfliehen. Raogwei. Werd bloß nicht nachlässig mit ihm. Ich zerre dich herunter bis zum tiefsten Grund der Hölle, Dojima! Jetzt kommt gleich der nächste Fight mit Raogwei. Oh. Nice. Raogwei. Aber pass mal auf. Ich stell mal hier kurz auf Pause und beende das Video, damit es nicht zu groß wird, weil ich weiß einfach nicht, wie lange es noch weitergeht, weil Kiryu und Shibusawa müssen ja auch noch kommen und dann das Finale, wie sich das alles ergibt. Daher splitte ich das, glaube ich, in zwei Parts oder schneide es am Ende vielleicht auch zusammen. Auf jeden Fall werde ich es gleichzeitig hochladen, dass ihr nicht zu viel Wartezeit mit einem Cliffhanger habt, aber ja, ich beende mal kurz die Aufnahme und starte eine neue. So, okay, ich habe eine kleine Pause gemacht, aber jetzt geht es weiter mit dem Kampf gegen Raogwei, nachdem ich hier den Energy Drink zu mir genommen habe. Mal sehen, was der so bietet. Er ist sicherlich relativ flott unterwegs und kann, wie es aussieht, auch relativ schnell größere Entfernungen zurücklegen mit seinen Sprüngen, die er hier macht.
Dann hat er obendrein noch diese Projektilwaffen. Diese Nadeln, die er werfen kann. Die er gleichzeitig als Wolverine-Klaue und als Wurfwaffe einsetzt. Da versuche ich es doch erstmal mit dem Dancer-Style. Der ist ja einigermaßen schnell. Ich habe nochmal ein bisschen über die verschiedenen Kampfstile nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich der größte Unterschied zwischen Zero und Kiwami der ist, dass das Wechseln zwischen den einzelnen Kampfstilen bei Kiwami doch vom Spiel ein bisschen mehr, dass man vom Spiel ein bisschen mehr ermuntert wird, häufiger seine Kampfstile zu wechseln und an die Gegner anzupassen, während es hier bei Zero meistens doch darauf hinausläuft, man benutzt einfach den Kampfstil, auf den man gerade am meisten Bock hat. So mache ich das zumindest hier auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Vielleicht wird es dann mal ein bisschen taktischer im allerhöchsten Schwierigkeitsgrad, aber... Ja, der zieht mir ganz schön viel Energie ab. Muss mal ganz kurz noch was trinken. Oh, jetzt kommt auch schon das erste Quicktime-Event. Was soll das denn? Das ist nicht die feine Art, mit seinem Körper abzuschirmen, oh, dass man eine Waffe zieht, eine Schusswaffe. Hoffentlich habe ich ihn schnell so weit, dass er mich jetzt nicht die ganze Zeit beschießt. Ah, Mist, nervig. Ja, der Stilwechsel zwischen den einzelnen Kampfstilen, der ist in Kiwami noch mal ein bisschen flüssiger. Das ist eigentlich das, was ich damit ausdrücken wollte. Puh. Ich habe auch gesehen, dass inzwischen, während ich hier Pause gemacht habe zwischen den Aufnahmen, eine neue Demo zu Yakuza 6 im japanischen PlayStation Store veröffentlicht wurde und die hat sage und schreibe über 30 GB. An Umfang, also mit, ich glaube mit 33 GB in etwa schlägt die zu Buche, also das könnte vielleicht ein neuer Rekord für den Umfang einer Demo sein. Zumindest soweit mir das bekannt ist. Es kann sein, dass so ein paar, weiß nicht, oh, jetzt geht's schon wieder weiter. Stirb, sagt er auf Chinesisch. Und nun beklagt er sich, dass er keine Munition mehr hat. Will er mein anderes Auge zerquetschen, sagt er. Oh. Knöpfe drücken und gleichzeitig die Untertitel lesen und kämpfen ist nicht die beste Kombination. Aber es geht an den letzten Energiebalken. Ich wollte sagen, abgesehen von irgendwelchen Multiplayer-Trials für Battlefield oder so, ist, glaube ich, die Yakuza 6-Demo die größte, die ich bisher kenne. Weiß aber nicht, ob die auch entsprechend lang ist. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie überhaupt anspielen werde, denn das Spiel kommt ja sowieso nächste Woche raus und ich habe es schon vorbestellt und mir sogar ein paar Tage freigenommen von der Arbeit, um unter anderem Yakuza zu spielen. So, das war's. Now Gray. Was? Bist du immer noch am Leben, du Schwein? Einen kleinen Moment noch, bitte. Ich bin hier gleich fertig. Danach kümmere ich mich um dich. Cool. Es scheint sich dem Ende zuzuneigen bei Majima und Dojima. Gucken wir also, wie es bei Kiryu läuft. Kiryu Kazuma. Kiryu Kazuma.
Ich verstehe. Kazama vertraute also auf dich. Ich hätte dir schneller mehr Aufmerksamkeit schenken sollen. Ein unbedeutender Jungspund ist unbemerkt von allen an die Schwelle gelangt, ein echter Drache zu werden. Genug geredet. Lass das Mädchen gehen. Hättest du wirklich vor, sie umzubringen, dann wäre sie doch sicher schon tot. Doktor, nimm das Mädchen mit und geh. Ich brauche euch nicht mehr. Hä? War das jetzt alles nur, um Kiryu da herzulocken? Oder wie soll man sich das vorstellen? Ich kümmere mich um sie, wenn ich dich erledigt habe. Damit ist dann auch Kazamas letzter Atemzug erloschen. Und diesen Seda kaufe ich mir später. Den ich jetzt töten muss, das bist du. Denjenigen, der in Kazamas Fußstapfen treten wird, werde ich mit eigenen Händen erledigen. Ich will, dass jeder weiß, dass ich derjenige war, der Kazama Shintaro das Handwerk legte. Was? Weißt du, der Mensch, wenn er erstmal zu Geld und Macht gekommen ist, will am Ende etwas, das darüber hinausgeht. Man will was repräsentieren. Aus dieser albernen Motivation heraus hast du es auf Kazama abgesehen? Dieser albernen Sache haben schon viele Männer ihr Leben gewidmet. Mein alter Herr war früher Sekretär für einen Abgeordneten im Parlament. Die Leute um ihn herum erwarteten bereits, dass er selbst bald den Schritt in die Politik wagen würde. Aber der Abgeordnete beanspruchte alle seine Verdienste für sich. Und letzten Endes, weil der Bastard bestechlich war, wurde er in den Selbstmord getrieben. So endet ein Mann, der sich nur durch sein Können emporarbeiten will. Das ist der Lauf der Dinge. In einer Gesellschaft, die Mühe nicht belohnt, ist es Idiotie, ein aufrichtiges Leben zu führen. Deswegen habe ich all meine Kraft der Unterwelt gewidmet, weil ich dachte, dieser Weg hält mich am Leben. Ich habe da alles reingesteckt, auch ordentlich Geld. Habe alles getan, was der Boss von mir verlangte. Aber in dieser Welt läuft es genauso wie in der Politik. Diejenigen, vor denen sich am Ende alle zu Boden werfen, sind Kerle, die für was stehen, und das kann man mit Geld nicht kaufen. Mein Vater Kazama ist nicht einfach nur ein Mann, der was repräsentiert. Unter einem Scheißkerl von einem Boss hat er die Dojima in der Tojokai zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Der Politiker, der deinen Vater in den Tod getrieben hat, ist was anderes. Na, das ist mir doch ganz klar. Kazama ist ein Ausnahme-Yakuza. Aber mir fehlt diese Art von Ansehen. Und wenn das notwendig ist, um an die Spitze zu kommen, dann werde ich mir das verschaffen. Und du hast dir alles genau ausgerechnet, was? Aber ein Mann kommt nicht zu Ansehen, indem er einfach einen Plan ausarbeitet und den dann einfach nur befolgt. Ach, sag doch, was du willst. Das alles hier ist das Ergebnis meiner Mühen. Deiner Mühen? Meinst du etwa Frauen abknallen, Tachibana und Oda zu ermorden? Wenn du unbedingt ansehen willst, dann kauf es dir nicht mit dem Blut von anderen. Auch du warst doch fasziniert von Kazamas Ansehen. Deswegen bist du zum Yakuza geworden, oder nicht? Aber als Auftragskiller der Tojokai hat Kazama früher Menschen getötet. So viele, dass es legendäre Ausmaße angenommen hat.
Er ist nicht der Ehrenmann, wie du denkst. Die Sache mit dem Grundstück war ursprünglich auch eine Angelegenheit innerhalb des Clans. Das darin, ich weiß nicht, wie viele Zivilpersonen verwickelt wurden und sie gestorben sind, ist letztendlich die Folge, dass Kazama gegen den Boss vorgegangen ist, oder nicht? Was willst du mir damit sagen? Dass der werte Herr Kazama es mutwillig in Kauf genommen hat, dass das Mädchen oder Tachibana bei der Sache in Gefahr geraten. Schließlich sind diese Leute für die Vollendung seines Plans notwendig gewesen. Er hat diese Opfer nüchtern in Betracht gezogen. Das Blut anderer als Werkzeug zu nutzen, ist in der Natur eines Yakuza. Und daher werde ich auch mein Ansehen mit deinem Blut aufpolieren. Ja, bitte. Oh, er hat auch einen Drachen. Cool. Drache gegen Drache. Du bist nicht der Einzige, dessen Rücken ein Drache ziert. Ich töte dich, lasse Kazama hinter mir und werde damit zum Drachen der Dojima. Ich mach mir nichts aus solchen Titeln. Aber ein Drache ist kein Herdentier. Genau. Es ist, wie du sagst. Dann mal los. Zeit für noch so eine unsinnige Schlacht. Super, man ist gleich richtig pumped. Da bin ich mal gespannt. Ich habe ja, glaube ich, schon erzählt, dass ich mir den Endkampf von Yakuza 5 kürzlich angesehen habe, und ob das hier getoppt werden kann, wage ich schon fast zu bezweifeln. Das war so cool. Wow. Wie ein umhaut mit dem Schlag. Drache gegen Drache. Auf dem Deck. Schade. Die Animationen sind so cool, wenn die sich so gegenseitig mit Fäusten eindecken. Leider bin ich mittlerweile ein bisschen müde. Erwartet also keine Glanzleistung. Ah, schnell. Ah, schade. Fehlt mir im Rush-Style ein bisschen an den Kicks. Shibusawa hat viel coolere Kicks. Oh. Dafür kann ich das. Ah, jetzt kommt's. Ah, das habe ich nicht verstanden. Wechselt er in den langsamen Stil. Er hat wohl auch die drei Kampfstile dabei, die Kiryu hat.
Schade. Kriegst du nochmal das? Und jetzt schnapp ich mir einen Stuhl. Schade. Schon wieder vorbei. Ah. Oh. Oh Mann, man kann gar nichts machen. Dauert aufs Geländer. Shibusawa ruft nochmal, dass er der Drache Dojimas sei. Pass auf. Ah, schade. Eigentlich wollte ich ihn gegen das Geländer klatschen. Aber dann gibt's heute ganz viele Heat Moves doppelt in den Finalkämpfen. Schluss jetzt. Oh, das erinnert mich an God of War. Oh Mann. Junge, das war's. Das war's. Oh. Ha. Nicht schlecht. Nicht so übertrieben wie vielleicht das Ende von 5 war, aber Kiryu ist natürlich auch noch nicht so ein erfahrener Kämpfer. Eine einzige Sache habe ich von Kuse gelernt. Solange ein Yakuza aufstehen kann, hat er nicht verloren. Du und auch Kazama und auch das Weibsbild. Ich bringe euch alle um. Genauso wie Tachibana. Oh Mann. So sieht's aus. Dir bleibt nur, mich zu töten. Töte mich, Kiryu. Und tritt so in die Fußstapfen von Kazama Shintaro. Als wahrhaftiger Yakuza. Ich wollte schon meinen. Damit. Nein, Kiryu. Nishiki. Koe-chan, nara ne. Das darfst du nicht. Wenn du diese eine Grenze durchschreitest, gibt's kein Zurück.
Wenn du ihn umbringst, dann führt das doch zu nichts. Du. Presch mir nicht einfach allein vor. Bruder. Bleib standhaft. Wenn wirklich eines Tages dieser Moment gekommen sein sollte, dann durchqueren wir diese Grenze gemeinsam. Deshalb. Hätte es nur noch gefehlt, dass Shibusawa jetzt noch mit den Augen rollt bei so viel Pathos. Aber da hat er recht, Kiryu ist kein Killer. Ich hatte für einen kurzen Moment gedacht, dass vielleicht der junge Kiryu noch so wütend ist, dass er so weit geht. Hast du vor, ihn zu töten? Majima? Na klar. Solange der hier unter uns weilt, wird sie niemals sicher sein. Um das alles zu beenden, bleibt nur, ihn hier kalt zu stellen. Umbringen werde ich ihn. Für Makoto. Wenn sie das wüsste, würde sie sicherlich quälen, oder? Wie? Vielleicht dankt sie dir. Vielleicht entschuldigt sie sich. Aber auf jeden Fall würde sie quälen. Als Saejima Taiga die Sünde des 18-fachen Mordes auf sich nahm, hast du doch dieselbe Qual zu spüren bekommen. Sie verbleibt mit unschuldigen Händen, während du dir an ihrer Stelle die Hände schmutzig machst. Dieses Gefühl. Es gibt auf dieser Welt keinen Weg, jemanden zu entschädigen, der für einen Menschen umgebracht hat. Möchtest du wirklich eine Schuld auf sie laden, die sie niemals begleichen kann? Dieser... Du verdammter Scheißkerl! Aber wenn das so ist, was soll ich jetzt tun? Wenn du sagst, dass ich dir nicht helfe, wenn ich die Kerle umbringe, irgendwas muss ich doch machen. Bist du fertig, Majima? Makimura Makoto hat ihr Bewusstsein wiedererlangt. Kashiwagi von den Kazama transportiert sie gerade zurück ins Krankenhaus. Makoto? Bei Bewusstsein? Was? Wovon redest du? Das Mädchen lebt? Scheiße. Damit ist Karano Itotsubo... Was ist also mit dem Grundstück? Herr Dojima, das Grundstück befindet sich jetzt nicht mehr in den Händen des Mädchens. Ich bin der neue Besitzer. Sagen wir, für 10 Milliarden würde ich es vielleicht an dich verkaufen. Wie? Das Zeitalter der Dojima ist vorüber. Der Sanierungsplan des Kamurocho lässt sich ohne den Grundstückbesitzer nicht verwirklichen. Dadurch verschiebt sich das Machtverhältnis innerhalb der Tōjō-kai in großem Rahmen. Genug mit dem Mist. Du hast mir gesagt, ich soll ihn hier nicht kalt machen. Dieser Mörder hat im Auftrag Dojimas viele Menschen getötet. Er ist ein lebendiges Beweis- und Druckmittel. Auch der Polizei habe ich diese Informationen zugespielt. Du meinst also, dass damit alles erledigt ist, wenn die Bullen ihn kriegen? Ich bin kein Mann mit so viel Nachsicht.
Diesen Mörder nimmt sich die Nikkyōden an. Die Dojima sind der stärkste Arm der Tōjōkai. Er soll meine Trumpfkarte sein, um sie in Zaum zu halten. Außerdem, bevor diesem Mörder hier ein bequemer Tod ermöglicht wird, ist es doch besser, wenn er bis zu seinem Tod eingekerkert ist, oder nicht? Du hast dich wirklich gut gehalten, Majima. Für Makimura Makoto ist der Dojima-Clan keine Gefahr mehr. Du hast sie gerettet. Das heißt, also auch du. Du hast mich benutzt, wie es dir gerade reingepasst hat. Genau wie Shimano. Du bist aus freiem Willen hierher gekommen. Hast selbst gesagt, dass du den Dojima-Clan ausradieren willst. Sowas kann ich nicht planen. Majima, eine Sache ist noch nicht vom Tisch. Deinem Boss, Shimano, kann ich dich bitten, ihm eine Nachricht zu überbringen? Kannst du ihm klarmachen, dass er die Verantwortung dafür, dass er uns hintergangen hat, tragen muss? Was? Sagawa, du bist hier, um Shimano zu sprechen, oder? Ist er da? Ich muss was mit ihm bereden. Er ist gerade im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Omi-Allianz. Von der Omi? Ja, es geht um die Etablierung der Omi hier in Tokio. Wirklich schade, was? Die Nikkyōden haben das Grundstück. Damit ist eure Eintrittskarte erstmal abgelaufen. Aha. Tja. Alles ist also vorbei, wenn du Shimano jetzt umbringst. Hey. Hat Spaß gemacht. So unterm Strich meine ich. Dass uns ein blindes Mädel so an der Nase rumführt und dass es nun so weit kommt. Echt bemerkenswert, wie es manchmal so läuft. Das ist cool. Majima, Boss, ich habe von Sera, von der Nikkyōden, eine Nachricht für dich. In den Kreisen der Tōjōkai gibt es einen Verräter, der mit Kansai zusammenarbeitet. Diese Person, die das Karano-Itotsubo-Grundstück den Omi vermachen will, soll bei den Shimano aufgespürt werden. Und warum platzt du mir das zu sagen so unverschämt hier rein, Majima? Sera will von ihnen den Beweis ihrer Integrität. Oh, klingt interessant. Ich allerdings bin, was auch geschieht, dein Untergebener, Boss. Dann
Würdest du also auch an meiner Stelle sterben, was? Ja. Um eines möchte ich dich aber noch bitten. Mein Bruder Saejima. Bitte sag ihm, dass es mir leid tut. Oh. Meine Antwort ist wie folgt. Sag Seda, mit dem Grundstück oder dem Anführer der Omi habe ich absolut nichts am Hut. Boss. Eine Sache will ich dir mitgeben. Wenn du Karriere machen willst, dann blick immer nur nach vorn. Aber wenn du es bis an die Spitze bringen willst, denk darüber nach, wie du siegen willst. Wie du wirklich an der Spitze bleibst, nicht nur 3 Tage. Die Herrschaft von Kazama und der Nikkyōden wird nicht lange währen. In 10 Jahren gehört sie den Shimano. Weil wir die allerstärkste Waffe besitzen, nämlich Majima Goro. Man sagt es echt nicht umsonst. Schick dein Lieblingskind auf Reisen. Oder nicht, Majima? Schick dein Lieblingskind auf Reisen, muss ich glaube ich gleich nochmal erklären. Aber cool, wie sich das alles fügt. 1 Monat später, Hauptsitz der Tōjō-kai. Was für eine Pechsträhne, was? Dōjima. Awano ist tot. Kuze und Shibusawa von den Bullen verknackt. Kazama ist zwar zurück aus dem Gefängnis, aber jetzt steht auch die Sanierung von Kamurocho an, oder nicht? Herr Stellvertreter, es tut mir leid, dass ich Ihnen Sorgen bereite. Ach nein, nicht doch, nicht doch. Aber ich möchte diesen Anlass nutzen, euch allen etwas mitzuteilen. Wie ihr alle wisst, ist die Tōjō-kai, seitdem unser letzter Anführer verstorben ist, von mir als Stellvertreter geleitet worden. Und die Position des Wakagashida der Tōjō-kai ist schon länger nicht mehr besetzt. Dōjima hier hat sich sehr dafür angeboten, diesen Platz einzunehmen. Seda, der Präsident von der Nikkyōden, ihn ernenne ich hiermit zum Wakagashida. Als Vormund ernenne ich Dōjima. Auch von Seiten der anderen Clanführer gab es viel Unterstützung. Seda wird als Wakagashida der Hauptorganisation die Angelegenheiten bezüglich des Sanierungsplans überwachen. Die Sache wird ihm von Dōjima übergeben. So, bald ist mein Auftritt hier wohl vorüber. Eigentlich ein unscheinbarer Typ, aber er gefällt mir. Auch schön, wie Dōjima die ganze Zeit sich offensichtlich ärgert. Das war ein guter Moment. Wie viel jetzt kommt, es hört gar nicht auf. Es ist wie die Rückkehr des Königs.
Schön, dass du hier bist. Es tut mir leid. Ich habe dir echt viel aufgebürdet. Heute möchte ich dir was berichten, Vater. Ich denke, dass du gegen das, was ich dir zu sagen habe, Einspruch erhebst. Aber trotzdem, ich... Aha. Was ich dir zu sagen habe, weißt du, oder? Ja. Aber kannst du das wirklich? Kazuma. Ich bin darauf vorbereitet. Zurück im Sedena. Kiryu hat sich jetzt also das Hemd gekauft, das er dann die nächsten 20 Jahre lang tragen wird. Hey Kiryu! Sag mal, was denkst du dir dabei? Also Nishikiyama, bitte nicht so plötzlich und so laut. Oh mein... Stimmt es, dass du zurückkehrst zu den Dojima? Du hast doch heute Kazama besucht, oder nicht? Hast du dabei mit ihm über die Wiederaufnahme gesprochen? Er hat mir gesagt, dass ich weiterhin als Zivilperson verbleiben sollte. Dass ich mich als Yakuza nicht eignen würde. Er hat mich auch Tachibana anvertraut, aus dem Grund, dass er mir den Ausstieg ermöglichen wollte. Und trotz all dem kehrst du zurück. Aber dann ist es doch besser, wenn du zum Kazama-Clan kommst oder so. Nach all dem, was bei Dojima vorgefallen ist, ist Ärger da doch vorprogrammiert. Denk doch einfach noch einmal darüber nach. Nein. Ich muss es tun. Ich sehe das als meine erste Pflicht. Weißt du, durch diese ganze Geschichte wurde mir durch viele Menschen gezeigt, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Ehrlich, ich bewundere das. Nicht nur die Yakuza, sondern gerade auch die Zivilisten. Mir wurde klar, dass ich wirklich noch nicht so weit bin. Okay. Aber du und ich, wir sind immer noch nicht ganz zufrieden, finde ich. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber ich will nicht weglaufen. Ich will nicht weglaufen und mich dem stellen, was mir bevorsteht. Alles geben. Das ist es, was ich tun sollte. Ich meine, die anderen haben auch so gehandelt, oder? Und wegen ihnen meinst du, dass du zurück zu den Dojima musst? Genau. Das ist momentan das Einzige, was ich tun kann, um Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich dem standhalte, dann werde ich meinen persönlichen Weg gehen als Yakuza. Einen anderen als Kazama. Einzig und allein meinen Weg. Hm.
cool. Are? Ja? Was ist denn mit deinem üblichen Outfit? Ach so. Das hier ist mir vor kurzem ins Auge gesprungen. Gefällt mir. Oh je. Der Weiße von vorher war aber viel besser. Jetzt aus modischer Sicht. Aber dieser Anzug jetzt, ich weiß ja nicht. Er passt überhaupt nicht richtig zu dir. Nein. Also, ich finde, wie gut er zu mir passt, entscheide ich selbst. Also echt, um Verantwortung zu übernehmen, die richtige Organisation auszuwählen, das verstehe ich ja noch. Aber wenn es um Klamotten geht, dann solltest du ruhig mal auf die Meinung von anderen vertrauen. Nein, ich finde den gut. Nein, nein, dann vielleicht auch lieber schwarz oder businessmäßig. Mir ist gerade nicht nach schwarz oder weiß. Auf mich passt gerade der hier. Ich habe mich entschieden. Und das ist der Anfang. Okay. Wenn du so sicher bist, dann trag ihn dein Leben lang. Danke. Was ist denn auf einmal mit dir? Als wärst du plötzlich erwachsen geworden. Nishiki. Ich verdanke dir so viel, dass ich es wahrscheinlich nie wieder gut machen kann. Was meinst du? Auch wenn es mein ganzes Leben dauern sollte, ich werde diese Schuld wieder gut machen. Wovon redest du nur? Ah, okay. Dann lass uns doch noch was essen gehen. Du kannst ja bezahlen für den Anfang. Ah, okay. Und zwar da, wo es das beste Fleisch im Kamurocho gibt. Ja. Aber was ist? Heute bin ich etwas knapp bei Kasse. Hey! Komm! Gehen wir! Okay? Cool. Das war eine schöne Szene. Die hat mir gut gefallen. Ich frage mich, ob Nishiki in Yakuza 6 nochmal aufgegriffen wird. Hey, was ist denn mit dieser albernen Jacke? Was ist denn aus der stilvollen Zurückhaltung à la Cabaret Grand geworden? Ach, verpiss dich. Ich habe mich entschieden. In dieser Stadt weiß niemand, was rechtens und was schlechtes. Ich will hier mehr Spaß haben und verrückter leben als all die anderen. Ha. Ich habe dich für einen etwas bescheideneren Typen gehalten. Aber es klingt gar nicht so verkehrt. Mensch, da haben wir echt was zusammen erlebt, wa? In Zukunft werde ich dich, wo ich kann, als Kollege unterstützen. Meld dich ruhig, wenn du den Laden in Kansai mal auffischen willst. Das wird nicht passieren. Wenn ich es einrichten kann, will ich dich bis zu meinem Tod niemals wiedersehen. Hast recht. Naja, wir haben viele Feinde. Sieh zu, dass du nicht draufgehst, ja? Mir ist es scheißegal, was aus dir wird. Okay. Also, mach's gut.
Danke, ne? Sagawa. Hm? Was meinst du? Egal, was passiert, du gibst nicht auf. Du bist ein zäher Kerl. Ich hab von dir gelernt, wie wichtig es ist, nicht aufzugeben. Ich werde auch so beharrlich sein. Das wird jetzt meine Devise. Ha, mach, was du willst. Ich warte im Jenseits auf dich, Majima. Oh Mann. Ihr seid aber echt früh dran. Die Omi? Na, dann will ich auch mal. Oder? Och Mensch. Sagawa war ein Schwein, aber die Szene zwischen den beiden war jetzt auch so nett, dass ich das Ende jetzt nicht so gern wollte. Hey, lass mich in Ruhe. Also echt, jetzt hör doch wenigstens mal zu. Ihr habt doch sicherlich nichts gegen ein bisschen Geld. Gerade für Frauen wie euch haben wir einen Haufen an großartigen Jobs. Wie aufdringlich. Lass uns in Ruhe. Doch nicht gleich so abweisend. Ja, wir können doch wenigstens einen Tee trinken gehen. Los. Aua, lass das. Also, das war jetzt aber ein bisschen zu viel, oder? Das war Körperverletzung. Jetzt ist aber eine Wiedergutmachung fällig. Meinetwegen höre ich mir an, was ihr zu sagen habt. Aber ich allein. Das gibt's ja nicht. Gut. Du kannst gehen. Warte, ich hole sofort Hilfe. Du hast Mumm, was? Gefällt mir. Du sollst dir im Hotel anhören, was wir zu sagen haben, während wir dir Arme und Beine festhalten. Ja, sag mal, kennst du gar kein Benehmen? Ha? Oh. Oh. Boss. Oh Mann. Was ist? Was meinst du? Die ist nicht schlecht, oder? Nachdem wir unseren Spaß hatten, machen wir ein Video und ordentlich Kohle, ja? Ah, genau. Wenn du auch Zeit hast, mach doch mit. Ne, der Spaß ist jetzt vorbei. Was glaubst du, wer das hier ist, ja? Das ist der berühmte Bleib du hier. Aber Herr Doktor. Oh, Herr Doktor. Was? Was willst du von Makoto? Nein, ist schon okay. Lass sie sofort in Ruhe. Nein, er hat mir geholfen und... Ist das deine Frau? Ja. Nein, sie ist meine Patientin. Ach so,
Wenn du es sagst. Bist du verliebt? Was? Was ist jetzt? Was soll das auf einmal? Deine Fäuste sagen ja. Aber wenn ein Mann die Faust ballt, muss er auch die Konsequenzen tragen. Wie sieht's also aus, Doktor? Wenn du ihr auch nur ein Haar krümmst, dann... Wenn du Stress willst, hast du dir leider den Falschen ausgesucht. Du solltest niemanden schlagen. Verantwortung zu übernehmen bedeutet nicht immer nur prügeln. Übernimm die Verantwortung. An meiner Stelle. An deiner? Ist egal, also was sagst du? Man sieht es ihr nicht genau an, aber bis vor kurzem konnte die Frau dort nicht sehen. Deswegen braucht sie unbedingt Zeit, sich wieder an ihre Umgebung zu gewöhnen. Also, was jetzt? Bist du verliebt oder bist du es nicht? Ich liebe sie. Nicht als ihr Arzt, sondern einfach als Mann. Ich hasse Lügner. Es ist wahr. Aber ich habe noch nicht mit dir darüber gesprochen. Dann mach's schnell. Und kümmere dich gut um sie. Sei ehrlich zu ihr. Ist alles okay? Hat er dir was getan? Nein, ist alles in Ordnung. Ja? Da bin ich aber froh. Seine Augen, sie waren so traurig. Aber Doktor, worüber habt ihr gesprochen? Ach, nichts. Genau. Sag mal, hast du vielleicht etwas Zeit zum Reden? Ja. Haben wir es geschafft? Ja, es sieht so aus. Herzlichen Glückwunsch an alle, die es bis hierhin durchgehalten haben. Selbst am Ende hat Makoto nicht viel Eigeninitiative ergriffen. Sie wird wirklich die ganze Zeit, die ganze Geschichte über, nur herumgereicht. Ist klar, die ganze Sache spielt sich durch einen ziemlich männlichen Filter ab. Und dass der Mann, der sie... Oh, ich muss noch was leiser machen. Das schöne Lied. Kurz nur im Kopfhörer. Mir ist klar, dass der Mann, der sie wirklich liebt, also Majima, sich zurückzieht, weil es so viel besser für sie ist. Das ist ein absolutes Klischee, vor allem in asiatischen Dramen. Eigentlich finde ich immer, dass sowas Quatsch ist, weil jeder kann sich ja seinen Partner selbst aussuchen und muss ihn akzeptieren mit allem, was er so mitbringt, und dieses Geschmachte ist absolut nicht notwendig. Majima hat sich jetzt entschieden und jetzt soll er auch damit leben. Das ist aber seine persönliche Entscheidung, und der Grund, dass er nicht gut genug für sie ist, ist doch eigentlich nur vorgeschoben, weil er sich dieser Verantwortung jetzt hier vielleicht nicht stellen möchte, also der Verantwortung, eine erwachsene Beziehung zu führen. Denn das ist um einiges härter, als in Schlangenlederjacke durch den Kamurocho zu pöbeln, denke ich. Andererseits ist es aber natürlich schon schön effektiv auf emotionaler Ebene, wenn sie sagt, dass er traurige Augen hat und so. Ja, da kommt schon ein bisschen Gefühl auf, also gefallen tut mir das natürlich schon. Man soll aber trotzdem nicht aus den Augen verlieren,
dass einige Leute sich das Drama selber machen und zwar durch ihr persönliches Handeln. Ah, jetzt gibt's hier so ein paar Title Cards, heißt das. Was mit den einzelnen Charakteren passiert ist, das übersetze ich jetzt vielleicht nicht, weil ich sehe hier schon einen Spoiler gerade für Dojima, was mit ihm im Jahr 1995 passiert. Aber ganz schön, dass es jetzt hier noch direkt den Bogen zu Yakuza 1 dann spannt. Ich freue mich jetzt echt auf Januar, wenn das Spiel dann der ganzen Fangemeinde zugänglich ist, wenn mehr Leute ihre Meinung zu dem Spiel mitteilen können, wenn die Reviews rauskommen. Ich hoffe, es wird wenigstens von ein paar Seiten beachtet, dass Yakuza Zero rauskommt. Und ich glaube, viel anderes kommt im Januar vielleicht ja auch nicht heraus, dass da hoffentlich nicht ganz so viel Konkurrenz da ist, dass vielleicht ein paar neue Spieler diese Serie für sich entdecken. Denn das hat wirklich, also mir jetzt echt gut gefallen. Ich habe ein bisschen was anderes erwartet. Ich habe erwartet, dass es jetzt ein bisschen mehr over the top ist am Ende, aber das war doch alles relativ erwachsen, was jetzt hier abgegangen ist. Ich habe eigentlich erwartet, dass Majima total durchdreht, dass Makoto stirbt und dass es dann so einen Taxi-Driver-Moment gibt, wo er sich vor dem Spiegel den Pferdeschwanz abschnibbelt und sich den Nacken rasiert und die Schlangenlederjacke anzieht. Und dann rennt man mit ihm durch die Gegend und verkloppt alle Dojima so richtig heftig. Das wäre super cheesy gewesen, aber ich habe mich auch richtig totgelacht. Aber eigentlich war Majima für diesen Charakter wirklich sehr sanft und gemäßigt unterwegs. Er hat keine Rache an Shimano genommen. Es gab diese Quasi-Bromance mit Sagawa am Ende. Das habe ich jetzt alles gar nicht so erwartet. Was hat eigentlich ganz gut geklappt? Es ist ein bisschen komisch, dass er dann am Ende sagt, ich will jetzt hier das Leben in vollen Zügen genießen. Das ist jetzt noch nicht so richtig der Knackpunkt, wo er dann zum tollwütigen Hund wird, wo er so richtig der unberechenbare Charakter aus den späteren Spielen ist. Also da könnte eigentlich noch ein Spiel anschließen und das nochmal genauer erklären. Ich habe eigentlich erwartet, dass wir wirklich jetzt den fertigen Majima am Ende erleben. Aber schaut es euch an, er sieht doch wirklich ganz schnuckelig aus als junger Mann mit seinem finalen Haircut hier. Ohne Bart noch. Ja, und wie ist es bei Kiryu? Also für ihn ging jetzt die Geschichte vor allem darum, wie er zu seinem grauen Anzug kommt. Er geht von einem schwarzen Anzug zum weißen Anzug und nachdem er eine Reihe an Erfahrungen macht, weiß er am Ende, welcher Anzug für ihn wirklich der richtige ist. Nein, also wir haben einen viel unerfahreneren Kiryu hier kennengelernt, der noch nicht so einen vollendeten Kampfstil hat, der noch ein bisschen wütender rüberkommt, aber dann auch für sich im Laufe der Story seine Werte, für die er stehen möchte, entdeckt. Und ich fand es auch ganz schön, wo er am Ende gesagt hat, ich möchte meinen Weg finden, also meinen Weg als Yakuza gehen. Und das wird ein anderer Weg sein, als derjenige, den Kazama eingeschlagen hat. Kazama ist nicht derselbe Mann wie ich. Und er hat ihn eigentlich bewundert und ist zum Yakuza geworden, weil Kazama ihn beeindruckt hat. Letztendlich hat er aber herausgefunden, dass er vielleicht nicht in die Ajiagai geht und ganz viele Immigranten umbringt und denen das Leben schwer macht, sondern dass er vielleicht jemand ist, der den Menschen mehr hilft. Ja, schöne Sache. Ganz interessant, was Shibusawa meinte, dass Kazama ja eigentlich kaltblütig war, genauso kaltblütig wie die anderen Yakuza, weil er die Leben von Tachibana und Konsorten in Kauf genommen hat. Und seine Sichtweise, dass die Menschen, die ehrenhaft handeln, Idioten sind und dafür bestraft werden. Also, ja, das ist natürlich eine sehr pessimistische Weltsicht, die er hat. Und es ist schön, da einen optimistischeren Charakter gegenübergestellt zu bekommen mit Kiryu und auch mit dem jungen Nishiki. Shibusawa, aber finde ich, ist letztendlich selber schuld, denn wenn er meint, die
das Politiker-Business war so verkehrt, so falsch und intrigant. Deswegen werde ich Yakuza, also Just Get Another Job, machen, Ramenladen auf oder such dir einen normalen Job. Dann wird vielleicht auch harte Arbeit belohnt, weil gerade im Gastro-Business kann das klappen, wenn man ein einigermaßen guter Koch ist. Nur mal so als Tipp. Aber jetzt ist zu spät. Trotzdem interessante Punkte, die er auch gebracht hat, dass die Frage, ob Yakuza ja wirkliches Ansehen nur durch Ruhm erlangen. Das ist jetzt alles hier so ein bisschen Stream of Consciousness, so ein paar spontane Reaktionen. Ich fand gut, dass Nishiki es war, der Kiryu davon abgehalten hat, Shibusawa zu töten. Interessante Wahl. Gerade wenn man weiß, wie es dann mit Nishikiyama in Teil 1 weitergeht. Es ist immer leider ein bisschen schwierig zu beurteilen, wie jetzt der erste Teil auf jemanden wirkt, der zuerst Zero spielt und dann Yakuza 1 oder Kiwami. Es würde mich auch sehr interessieren, solche Erfahrungen zu lesen. Naja, als Vorgeschichte hat mir das jetzt wirklich sehr gut gefallen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen vorbelastet, weil Vorgeschichten sind ja immer schlecht. Man gucke sich nur Prometheus für Alien an oder die natürlich heißgeliebten Star Wars Prequels. Also da wurden viele Fallen, in die so Vorgeschichten, Prequels häufig tappen, relativ gut ausgelassen, finde ich. Also es gab vor allen Dingen sehr wenig Kiryu und Majima zusammen. Finde ich echt gut, dass der Verlockung alle möglichen Personen rückwirkend einzubinden, da widerstanden worden ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Bedürfnis besteht, um den einzelnen Vorgängen mehr Gewicht zu verleihen, den einzelnen Szenen. Aber wir sehen keinen jungen Inspektor Date oder Akiyama als Mitglied der Bankenwelt. Wir sehen keinen Saino Hanaya. Der ist, glaube ich, Kage in der englischen Version, dieser Spion, der immer sein Ohr an den Schienen hat und Nachrichten liefert. Aber dafür werden die Anfänge von Seda in der Tōjōkai dann gezeigt. Und Dojima Sohei wird besser etabliert. Also das sind wirklich sehr weise Entscheidungen seitens der Entwickler. Und zentral ist dabei, wie gesagt, dass Majima und Kiryu nicht so oft zusammen zu sehen sind. Sie sind zu Beginn von Yakuza 1 eigentlich keine dicken Kumpels, die jetzt ein gemeinsames Abenteuer bereits durchlebt haben, sondern eher die gemeinsame Geschichte, die Kiryu und Nishiki verbindet, ist viel interessanter für Yakuza 1 und passender. Und das tut das Spiel und daraus macht es auch einiges. Nur ein bisschen schade, dass Yuki jetzt nicht aufgetaucht ist. In Kiwami ist das übrigens dann gar nicht mehr ganz so gut in dieser Hinsicht umgesetzt worden. Gerade das Majima überall Feature wirkt dann doch ziemlich deplatziert, wenn man es genauer betrachtet, weil es einfach nicht mehr in die Story passt. Jedenfalls bin ich heilfroh, dass wir am Ende nicht auf dem Millennium Tower kämpfen mussten diesmal oder irgendwie sowas wieder passiert. Was ich immer ganz lustig finde, ist, dass die Bösen oder die Antagonisten gar nicht so schlecht wegkommen. Dojima sieht jetzt auf den ersten Blick gar nicht so gestraft aus. Es wurde sogar gesagt, dass er noch Vormund ist, aber da darf man sich keine Illusionen machen. Der hat einiges an Macht eingebüßt und es ist natürlich nur Fassade, dass er ein neues Amt in der Tōjōkai bekommen hat. Eigentlich wurde ihm sein Prestigeprojekt am Ende weggenommen und es wird auch schon angedeutet, dass er da, wenn er sich als Wakagashi da jetzt gut schlägt, der neue Chairman von der Tōjōkai werden wird. Aber man sieht, dass es nicht immer unbedingt darum geht, die Bösen zu bestrafen oder umzubringen in der Story, sondern eher darum, den Respekt von denen zu erlangen und ihnen vielleicht dann auch eine bessere Lebensweise vorzuleben. Jetzt von Seiten Kiryus, das war ja auch immer wieder thematisiert, dass Kiryu sich eigentlich verhält wie ein echter Yakuza, instinktiv sich so verhält, und das hat Kuse ja auch immer wieder bewundert. Oh, passend. Ich war jetzt auch gerade durch mit meinen ganzen Punkten, die ich mir so, während ich dem ganzen Kram hier übersetzt habe, überlegt habe. Wir sind ja hier fast in einem Marvel-Film. Es geht immer noch weiter.
Alles ist jetzt vorbei. Ruhe deshalb nun in Frieden, ja? Bruder. Viele Menschen haben mir geholfen. Herr Lee, Kiryu, Herr Sera. Das waren echt viele. Aber bei einem habe ich mich noch nicht bedankt. Er stand mir die ganze Zeit bei und ich kenne nicht mal seinen Namen. Sein Gesicht habe ich auch nur schemenhaft zu sehen bekommen. Ich bin echt daneben. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich dir sowas erzähle. Tut mir leid. Ach ja. Oh Gott. Ja, das war klar. Das ist ja meine... Danke. Danke dir. Okay, ja. Ein bisschen kitschig. Das ist genau dieses Motiv des unglücklich Verliebten in Asien, der alles tut für seine Angebetete, außer einfach mal mit ihr zu reden und sich der Beziehung zu stellen. Und es hört einfach nicht auf. Jo. Hey. Okay, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Gut, nicht schlecht. Also, Makoto hätte sich ja noch ganz kurz, ich wollte eigentlich nichts mehr sagen, aber Makoto hätte sich ja auch einfach erkundigen können bei Seda oder Kiryu, wer eigentlich der Typ war, der ihr die ganze Zeit über zur Seite stand. Wir kriegen hier noch einen Clear-Bonus von 300 Millionen. Ja, das ist das Geld, das wir am Ende haben. Davon könnten wir uns 4 Private Jets A5 Milliarden kaufen. Ist ja auch egal. Also, wie gesagt, das haben eigentlich genug Leute gewusst, wer ihr Helfer war. Aber vielleicht hat Majima den Kerl auf der Straße auch geboxt, damit Makoto nicht seinen Namen hört und ihn dann identifizieren kann. Dann hat er wohl auch den anderen mitgeteilt, dass er das nicht will, dass Makoto mehr über ihn erfährt, weil er ist nicht gut genug für sie und so weiter und so fort, ja. Können wir uns alles vorstellen. Gut. Das hier ist nochmal, was Majima am Ende an Geld gesammelt hat. Sie haben das Spiel 83 Stunden gespielt und in dieser Zeit nur 50,8% beendet. Also es kommen die nächsten 80 Stunden und dann
ist das Spiel erst richtig abgeschlossen. Das weiß ich nicht, wie viel ich da jetzt noch weitermachen werde. Es steht nur noch eine Woche zwischen uns und Yakuza 6 und ich hoffe inständig, dass das nächste Yakuza die Qualität der Serie beibehalten kann, denn ich bin wirklich der Meinung, dass jetzt gerade Ishin und Zero, 5 habe ich ja nicht wirklich gespielt, aber was ich gesehen habe, auch 5 hervorragende Teile in dieser Serie gewesen sind. Und Kiwami war gut, aber natürlich auch nur ein Remake und ein paar Entscheidungen waren ein bisschen schwach. Mal sehen, was auf uns zukommt mit dem angeblich letzten Spiel, das sich um die Geschichte von Kiryu kümmert. Gut, wir haben noch das altbekannte Premium Adventure freigeschaltet, das wir jetzt aus dem Menü auswählen können. Das wird uns hier noch gesagt. Schaue ich vielleicht mal rein. Mal sehen. Ihr habt in einem guten Monat selber auch die Chance, das zu tun. Ich hoffe, das Finale hat euch auch gefallen. Und nochmal, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ein ganz großes Dankeschön an alle, die jetzt hier bis zum Ende zugeschaut haben bei Ryuga Gotoku Zero. Und es würde mich freuen, wenn ich euch auch in Zukunft bei anderen Videos wieder zu meinen Zuschauern zählen darf. Macht's gut!